Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Avelions Geliebte anzunehmen bei Magistrix Gavinda auf der Höllenfeuer-Halbinsel an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten eingeblendet. Vorquest war die enttarnte Geliebte. Wir werden siegen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber auch ungefähr so in BC Classic funktionieren. Hier ist Avelions Geliebte, aber um sie aus der Siedlung zu locken, will sie Cenavischer Geistertropfen haben. Also man muss diese Quest hier abschließen bei ihr. Ich werde mich jetzt zum Händler begeben, der diesen Cenavischer Geistertropfen hat. Mach mich schon mal auf den Weg. Und sobald ich in der Nähe bin, also ich werde jetzt kurz unterbrechen, werde laufen, ganz weit laufen. Und sobald ich in der Nähe bin, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, wo der Händler ist, wer der Händler ist und was das Ganze kostet. Und ich weise nochmal darauf hin, in BC Classic könnten die Preise anders sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, ich bin schon auf dem Weg. Ich würde mal sagen, nicht wegschalten. Und bis gleich. Da bin ich wieder. Wie man erkennt, bin ich in den Zangermarschen. Bin also auf der Höllenfeuer-Halbinsel einfach diesem Pfad entlang gelaufen. Und jetzt laufe ich noch weiter. Also wie schon gesagt, es ist ein sehr langer Weg. Hier biege ich in dieses Gasthaus hinein. Und hier darf ich quatschen mit dem Gastwirt. Also in WoW Retail ist es der Covid-Doktron. Dann sage ich, ich möchte ein wenig in euren Waren stöbern. Dann blättere ich auf die Seite 2. Und hier ist der Cenavische Geistertropfen. Kostet in WoW Retail 3 Silber. Habe ich im Inventar. Nun geht es zurück zu der Falkenwacht. Also der ganze Weg nochmal zurück. Ja, ich laufe jetzt mal weiter und sobald ich wieder in der Nähe bin von bei dieser Aurelia oder wie die heißt. Nein, das heißt ja Aurelions Geliebte, ich weiß gar nicht wie die heißt. Ob die jetzt sauer ist, weil ich mir den Namen nicht mehr gemerkt habe? Ich hoffe nicht. Naja, wir sehen es gleich. Und noch einmal, nicht wegschalten, es wird spannend. Bis gleich. Ich bin schon in der Nähe von der Falkenwacht, musste hier ein paar Schweinen ausweichen. Also, der Cenavische Geistertropfen ist im Inventar. Nun darf man bei ihr einfach weiter und Quest beenden drücken. Jetzt darf man ein bisschen abwarten, beziehungsweise man darf mit ihr mitlaufen. Ist ziemlich langsam, also ein Spaziergang. Na komm, lass dich nicht betteln. Oh, da läuft eine Katze mit. Dampfpfote. Ui. Und sobald sie stehen bleibt, muss man ein Quest-Item benutzen, das man mitbekommen hat. Ihr seht es neben der Quest eingeblendet. Sollte es bei euch nicht da sein, könnt es auch aus dem Inventar benutzen. Also sie im Ziel haben und Rechtsklick. Nun ist die Quest auch schon bereit zur Abgabe. War doch einfach, oder? So. Die Quest ist abzugeben bei Magistrix Gavinda
auf der Höhlenfeuerhalbinsel an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Eventuell sehen wir uns da mal live. Eizocke, Ende.